Schick Videobeweis. Weil es ein Adjektiv ist, scheiß drauf. Manchmal fühle ich mich ganz schön einsam. 13.42 Uhr. So schnell kannst du nicht gehen, so schnell kann ich Beziehungen auflösen. Hello there. Oh man, it's good to be back. Wir sind mal wieder beim Cleverbot. Es ist extrem lange her, seitdem ich das letzte Mal hier war. Ich glaube, das letzte Video ist ungefähr ein Jahr her, also ist schon eine Zeit dazwischen gewesen jetzt. Umso geiler, diese ganze Serie mal wieder zu starten, neu aufleben zu lassen, wie auch immer ihr das nennen wollt. Okay, ich werde in diesem Video mal den Autofokus meiner Cam benutzen, deswegen Daumen drücken, dass er auch sitzt. Ich würde sagen, wir starten einfach mal eine neue Konversation. Hallo, how are you? Ich habe hier direkt im Menü, beziehungsweise in den Einstellungen, I am speaking Deutsch, weil das auch, ne, also Englisch ist halt geniales Denglisch. Also meine Einstellung nimmt er anscheinend nicht so wirklich ernst, das wird er schon noch merken. Wir haben übrigens jetzt auch dieses Mikrofon-Icon. Ich kann mal was probieren. Wir stehen jetzt auf Deutsch. Wie geht es dir? Boah, wie gut das funktioniert. Nice, ganz gut und selbst. Er bringt uns direkt zu einem deutschen Partner. Das ist doch top. Alles gut soweit. Wie geht's der Frau und den Kindern? Ich habe keine Kinder. Er hat schnell reagiert. Wie soll ich es beweisen? Das macht schon wieder keinen Sinn. Guck mal, das ist so das Geile am Cleverbot. Du machst irgendeine Konversation auf. Ich habe das ja in den letzten Videos schon mal erwähnt, glaube ich. Probierst tatsächlich eine sinnvolle Konversation aufzubauen. Dann kommt er mit irgendeinem anderen komplett aus dem Kontext gerissenen Satz daher, der überhaupt gar nicht zu gar nichts passt. Wie soll ich es beweisen? Schick Videobeweis. Geht nicht. Warum nicht? Das ist wieder das Ding, ne? Genau das war letztes Jahr auch das Problem. Letztes Jahr, Jonas, 2017 ist 2 Jahre her. Wir haben 2019. Gut, dass ich mitrechnen kann. Wenn ich das Fragezeichen tippen möchte, tippe ich komischerweise das Gleichheitszeichen. Deswegen mache ich jetzt Folgendes. Ah, ich glaube, jetzt seht ihr es. Ich habe meine Nulltaste entfernt. Mit dem Gleichheitszeichen. Wenn das nicht funktioniert, weiß ich auch nicht. Mal eben zu seiner Antwort, weil ich dich nicht liebe. Das macht keinen Sinn. Du bist ein Opfer. Seit wann wird Opfer klein geschrieben? Ich habe es doch groß geschrieben. Nein, hast du nicht. Das ist nicht groß geschrieben. Total komisch irgendwie. Er connectet dich direkt zu Leuten, die mega schnell schreiben können. Ich meine, ich kann zwar 10 Finger tippen und auch halbwegs blind mittlerweile, aber lange nicht so schnell. So, ich bin immer noch am Gucken und was weiß ich hier, so halbblind tippe ich. Das war irgendwie schon immer so, weil ich es mir selbst beigebracht habe. Ich habe nie so diese, geh auf die Website und du lernst das 10-Finger-System auswendig. So, das ist absoluter Schwachsinn, finde ich. Das macht einfach so die Routine. Nur er hier ballert direkt raus, 10 Finger, blind. Er tippt einfach so 700 Wörter in 3 Sekunden. Ich habe es auch groß geschrieben. Was soll ich jetzt antworten? Ach so, na dann ist ja gut. Ich liebe dich. Ach, das fängt schon wieder so an, ne? Es war genauso wie letztes Jahr. Da können genau die gleichen Leute sitzen, glaube ich. So wie diese Konversation gerade losgeht. Das glaube ich nicht. Schon wieder. Schon wieder. Ausrufezeichen. Ich mache die Anführungszeichen. Ich breche jetzt die zweite Taste raus. Okay, nee, keine Sorge. Ich breche die nicht raus. Das ist eine mechanische Tastatur und ich kann die Tasten einfach so raus knicken. Seht ihr das hier? So, da ist die zweite Taste, da ist die 2 raus. Super, schön, haben wir das auch geklärt. Ab zur 0 mit dir. Ich schon, keine Emotionen, keine Lügen, einfach nur Daten. Sehr romantisch. Digga, es geht nur um die Zahlen, die Fakten, die Daten. Scheiß doch auf dich. Wie du meinst. Ich hab, sobald diese eine Taste raus ist, schaffe ich das mit dem Ausrufezeichen und mit dem Fragezeichen. Irgendwie ist, irgendwas ist mit mir. Was machst du so in deiner Freizeit? Ich spiele Klavier, ich bearbeite Videos, ich drehe Videos und ich spiele Klavier, ich bearbeite Videos, ich habe das Komma vergessen und drehe Videos und gehe zwischendurch zweimal und Grammatik ist auch absolut da bei mir, gehe zwischendurch mal richtig geil essen. Ja, geil muss theoretisch klein, weil es ein Adjektiv ist. Scheiß drauf. Wie kann ein Teufel Klavier spielen? Auch das finde ich immer ziemlich geil beim Cleverbot, weil egal, was für Rechtschreibfehler ich mache, meistens kommt von ihm dann noch was Schlimmeres. Also insofern hebt sich das dann beides wieder auf. Wie kann ein Teufel klein Klavier klein spielen? Ist sogar richtig. Spielen ist klein. Sehr gut. Habt ihr das gesehen? Ich wollte schon wieder das Gleichzeichen machen. Keine Ahnung. Mir war langweilig. Ahnung klein. Ahnung klein? Die Ahnung. Manchmal glaube ich echt, ich habe hier Leute aus der minus dritten Klasse vor mir sitzen. Ahnung schreibt man groß. Es ist ein Nomen, genau. Weil man Nomen auch mit M schreibt. Habe ich doch, Schatzi. Okay, jetzt wird's weird. Ich würde sagen, wir fangen eine neue Konversation an.
So schnell kann es nämlich gehen, so schnell kann ich Beziehungen auflösen. Hi, wie geht es dir? Gut, und dir? Direkt Deutsch. Mir geht es gut, was machst du gerade? Ist halt echt so, ich kann zwar schnell schreiben, aber ich vertippe mich einfach so 7 Milliarden Mal in einem Wort. Gar nicht übertrieben. Ich schaue TÜV. Gibt es den Sender tatsächlich oder die Serie? Mal eben googeln. TÜV. Wir machen die Welt sicherer. Mehr Wert, mehr Vertrauen. Industrie, Mobilität. Wikipedia. Oldenburg. Rheinland-Pfalz. Fahrzeuguntersuchung. Das sieht nicht nach einem Fernsehsender aus. Oder was weiß ich, was ich mir darunter vorgestellt habe. Kenne ich nicht. Mit dir geht es den Bach runter. Ich habe schon wieder das Gleichzeichen gesetzt. Ich muss sie echt mal überkleben oder so. Ich bin ein Mädchen. Ich weiß, ich muss lernen. Was sind deine Absichten? Ich wollte schon wieder Gleichzeichen setzen. Eigentlich noch schlafen gehen. Wenn der Deutsch schreibt, gehe ich davon aus, dass er auch in Deutschland wohnt. Wie spät ist es gerade bei ihm? Bei mir ist es 42:03. Was? 13:42. Gut, 42:13. Hä, bei mir ist 42:13. Wo lebst du denn? Auf der Erde. Erde ist klein geschrieben. Und in welchem Land, wenn ich fragen darf? Darfst du nicht. Warum willst du noch schlafen? Warum willst du gleich noch schlafen gehen? Danach kann ich nichts mehr vorhaben. Manchmal fühle ich mich ganz schön einsam. Ich glaube, dass ich an dieser Stelle... Habe ich Stelle gerade mit 3L geschrieben? Stelle Schluss mache. Ich habe Schluss klein geschrieben. Ich weiß, wir waren doch nie zusammen. Das macht doch alles keinen Sinn mehr. Mehr mit dir. Ich kann nicht mehr tippen. Ich muss jetzt echt aufhören. Was das ich eib. Ja, Leute, ich würde sagen, das war jetzt der Schuss. Ich wollte das Gegenteil von Startschuss sagen, aber ich glaube, da gibt es kein Gegenteil von. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, gerne den Daumen nach oben drücken und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Wer weiß, mit wem ich dann spreche. Bis dann, macht's gut. Ciao.